Liebe Sophie, warum hast du nicht geschlafen? Der Schlaf hätte dir Ruhe und auch Antworten gebracht. Verschwende nicht deine Zeit, herumzulaufen, um nach dem bekannten Gesicht zu suchen. Ich habe keines. Ich bleibe unsichtbar für dich. Du hättest die Polizei nicht zu rufen brauchen. Der Kommissar gefällt dir, stimmt's? Er erinnert dich an jemanden. Ich weiß auch an wen, aber schon der ist eine Erinnerung an einen anderen gewesen. Wie hat er geheißen? Lebt er noch? Solltest du den nicht suchen? Ist es nicht der, um den es geht? Der wäre der Anknüpfungspunkt an ein neues Leben. Ein vorhergesehenes, aber das ist eine andere Geschichte. Eine Geschichte ohne Kind. Arthur gedeiht gut. Du machst ihm Angst, wenn Polizei im Hause ist. Ich würde ihm doch nie etwas antun. Das weißt du hoffentlich. Und dir auch nicht. Ich will nur verhindern, dass du in dein Unheil läufst. Ins offene Messer, das du im Gewimmel nicht siehst. Aber ich verstehe, dass du mich als Feind empfindest. Du musst erst verstehen, dass ich kein Eindringling bin, sondern das Vertrauteste, das du hast. Schließe die Augen, dann wirst du es spüren, die Kraft, die von der Vorsehung ausgeht. Du lebst deine Geschichte, es gibt keine andere. Gib dich hier hin, sie wird gut ausgehen, wenn du dich nicht gegen sie wehrst. Der Kommissar gehört nicht dazu, so viel ist klar. Er interessiert sich für dich. Ja, zielt auf ein Verhör besonderer Art. Aber du bist doch nur ein Fall für den. Ja. Wenn er dich überführt hat, kümmert er sich um die Nächste. Er steht in einer anderen Kette, für die er ständig Zeuginnen sucht. Der saugt ihre Geschichten und schreibt sie auf und will sie mit der Erinnerung an Berührung verbinden. Der Kommissar ist ein Eindringling. Aber jeder vertraut ihm. Aufgrund seiner Funktion, ja. Er muss sein Gesicht nicht verstecken. Sein Phantombild sieht aus wie er. Du weißt, der Gesuchte. Der tausendmal Gesuchte. Aber der Kommissar ist es nicht. Du verschwendest deine Zeit, Sophie. Jetzt hast du ihn aber reingeholt in unsere Geschichte. Das macht die Angelegenheit kompliziert. Alles wäre so einfach gewesen. Es hätte nur ein wenig Einsicht gebraucht, ein wenig Sinn für die Geschichte, für das Ende, das ihr eingeboren ist. Natürlich kann ich nachvollziehen, dass du das Wesentliche noch nicht begreifst. Du stürzt dich auf das Vordergründige. Du hättest dir schon ein paar Atemzüge gönnen können, der Geschichte, damit sie sich setzt. Stattdessen beginnst du panisch zu rudern, weil du Angst hast, Arthur zu verlieren. Denkst du auch an ihn? An das, was ihm fehlt? Seine Kette ist unterbrochen. Du enthältst ihm den Blick auf das Ganze vor. Ich dachte, du wärst so weit, zu begreifen, dass hinter all dem ein Subtext steht, zu dem ich dir Zugang gewähre. Aber wir sind glücklicherweise noch nicht am Ende angelangt. Ich gebe dich nicht auf, Sophie. Auch wenn du es einem wie mir nicht leicht machst. Offenbar ist Dankbarkeit eine Kategorie, die nur den Fordernden zusteht. Die Polizei ist alarmiert, hat dich in ein Hotel gebracht. Ich hoffe, der Concierge hat dir den Brief mit einem Lächeln überreicht. Passend zu diesem Treppenwitz. Nein, ich habe ihm nicht persönlich den Auftrag gegeben. Diesen Weg kannst du dir sparen. Niemand will dir Arthur stehlen. Vicky will nur mit ihm sprechen. Er ist das einzige Bindeglied, das sie akzeptiert. Als ich seinen Namen nannte, hat sie geweint. Und glaube mir, das hat sie sich über die Jahre abtrainiert. Nein, 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 es geht ihr nicht schlecht. Ich habe eher das Gefühl, es geht ihr gar nicht schlecht.
Sie schwebt nicht in Gefahr, aber Arthur könnte sie erwecken. Sophie, Vicky ist ein Zombie, der auf den Zauberspruch wartet, der ihn erlöst. Der ihn wieder zurückholt, auch wenn eine Rückkehr unmöglich erscheint. Insofern wäre es auch in deinem Sinne. Nicht, dass alles wieder so wird, wie es war. Wie war es denn?